Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen! Mit dem Data Act droht eine entgrenzte Kommerzialisierung der digitalen Welt. Denn die Daten des Internet der Dinge werden zur Handelsware, profitieren werden aber wahrscheinlich windige Geschäftemacher und nicht, wie versprochen, VerbraucherInnen und das Gemeinwesen. Deren Interessen werden nämlich durch Klauseln beschnitten, die vor allem großen Unternehmen nützen. Das Ziel, eine faire Datennutzung im Internet der Dinge, wird so eher nicht erreicht, und das ist eine verpasste Chance. Ein gut gemachter Data Act, der brächte in der Tat mehr Freiheit für VerbraucherInnen, denn zum Beispiel, wo man smarte Dinge reparieren lässt, da muss man nämlich an die Daten ran, sie also transportieren können. Oder auch, wenn man persönliche Daten übertragen will von dem einen smarten Gerät auf irgendein anderes, wenn man mal die Marke wechseln will. Das würde Login-Effekte tatsächlich reduzieren. Tatsächlich werden aber Unternehmen die Freiheit von VerbraucherInnen mit Ausreden beschränken können, wie die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen. Und dafür hat die FDP bei Verhandlungen in Brüssel gesorgt und ist auch noch stolz darauf. Dieses Missverhältnis kritisieren wir Linke ausdrücklich. Künftig entsteht ein wirtschaftliches Eigentum an Nutzerdaten beim Kauf von IoT-Produkten. Wie irgendeine Ware kann man die eigenen Nutzerdaten an Dritte verkaufen, auch vorab gegen einen Rabatt, zum Beispiel beim Kaufpreis. Die Privatsphäre würde also noch mehr vom Geldbeutel abhängen, und das ist völlig inakzeptabel, meine Damen und Herren. Nichts davon will der Antrag der Union verbessern. Dafür erzählt die Union wieder das Märchen vom verhindernden Datenschutz. Der verhindert aber keine Innovationen, der muss nur leider immer als Ausrede dienen, wenn wieder irgendwer irgendein Problem nicht gelöst gekriegt hat. Die Union, die steht für entgrenzten Datenkapitalismus auf Kosten des Gemeinwohls, der VerbraucherInnen und der kleinen Unternehmen. Kritik habe ich aber auch für die Ampel. Die Umsetzung des Data Acts wurde komplett verpennt. Wir erleben den klassischen Ampeldreiklang aus verschlepptem Gesetzentwurf, unklaren Zuständigkeiten und fehlenden Haushaltsmitteln. Wir dürfen gespannt sein, ob und wie die Ampel den Data Act noch auf den Weg bringt und wann das Transparenzgesetz und das Recht auf Open Data kommt. Vielen Dank.